Servus Leute! Paradox Entertainment haut uns endlich den lang ersehnten Knochen vor die Füße. Nach dem mittelmäßigen Erfolg von Victoria 3 können sie es wieder etwas gut machen. Cities Skylines 2 wurde vor kurzem präsentiert und nun sitzen viele sabbernd vor dem Monitor. Ein Trailer wurde veröffentlicht, welchen wir uns gleich hier ansehen werden und paar Infos gibt es auch schon. Erstmal viel Spaß mit dem Trailer und danach kommen noch ein paar schöne Infos. It's time to start from the beginning. Yet evolve into something new. This city has a story. Envision a world created by you. Your chance to shape the future. To create and inspire. Expand way up high. And bring life to your creations. New worlds to explore and pursue. Here, you are the visionary. You are the creator. You make cities. Na, das sieht ja mal recht fein aus. Lasst euch aber ja nicht von den schönen Cinematic-Szenen blenden. Das ist nicht die Spielgrafik, aber wir können mal davon ausgehen, dass sich Cities Skylines 2 deutlich von dem ersten Teil unterscheiden wird. Immerhin sind es schon 8 Jahre her und die Technik hat sich bis heute ja enorm verbessert. Die Entwickler präsentieren Cities Skylines 2 als das ultimative und noch nie dagewesene City-Building-Erlebnis. Und wie sie das erreichen wollen, werden sie uns demnächst erzählen und uns sogar mit Videomaterial füttern. Anhand des Trailers können wir nur spekulieren, was uns erwarten könnte. Und ihr wisst, ich bin seit Manalords ein Spekulatius. Der Trailer weist auf die Jahreszeiten hin und das wäre gar nicht mal so an den Haaren herbeigezogen. Denn schon im ersten Teil hatten wir Winterkarten und mussten mit Schneeräumfahrzeugen die Straßen freiräumen und mit einem Heizsystem die Behausungen der Stadt erwärmen. Wenn dieses DLC gleich als Feature von Anfang an eingebaut wird, würde es mich nicht wundern. Das Prinzip könnte sogar 1:1 übernommen werden. Der Strategienerd, Grüße gehen übrigens raus, falls du zufällig über dieses Video stolperst, träumt von einem hohen Realismus in Cities Skylines 2. Im Video können wir beobachten, wie Hochhäuser Stück für Stück zusammengesetzt werden. Einen modernen Baufortschritt für Wohnhäuser, Wolkenkratzer und Fabriken werden wir bestimmt beobachten können. In Cities Skylines wachsen die Häuser eher wie Schwammeln aus dem Boden. Das Gerüst verschleiert diesen Prozess halbwegs und macht einen netten Eindruck, aber ein richtiger Baufortschritt wäre wirklich beeindruckend. Wie es mit den Straßen aussehen wird, kann man zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen. Im Video sehen wir, wie eine Brücke von beiden Seiten aus zusammengesetzt wird. Ob dies im fertigen Spiel so sein wird, bleibt aber abzuwarten. Vor allem, wie es umgesetzt werden soll. Es wären Bauunternehmen vonnöten, um dies nachvollziehbar zu gestalten und würde das Spiel gegenüber dem ersten Teil deutlich verlangsamen. Ich bin eher auf die Verkehrssimulation gespannt. Im ersten Teil dauerte es sehr lange, bis wir die Ampeln steuern konnten. Es sei denn, wir hatten einen Mod dazu heruntergeladen. Doch Spieler auf der Konsole blieben vorerst leer aus und durften sich das Chaos ansehen oder ihr Straßensystem komplett umstrukturieren.
Wie viele öffentliche Verkehrsmittel am Anfang bereits verfügbar sind, ist noch nicht bekannt. Die Klassiker wie Busse, U-Bahn und Züge werden höchstwahrscheinlich gleich verfügbar sein. Erfreulich ist die Information, dass City Skylines 2 deutlich größer ausfallen wird als der Vorgänger. Auch was die Fläche anbelangt, werden mehr Kacheln zur Verfügung stehen. Nun kann jeder eine Millionenmetropole errichten, ohne viel Platzmanagement zu betreiben. City Skylines 2 wird wie der Vorgänger eine Mod-Unterstützung erhalten. Ebenfalls wird eine ähnliche DLC-Politik auf uns zukommen, damit das Spiel weiterhin mit frischem Content versorgt wird. Paradox kündigt den Spielrelease bereits für das Jahr 2023 an. Einen genaueren Termin sowie Preis gibt es noch nicht, aber wir werden nicht mehr lange auf neue Infos warten müssen. Mit einem Abo und dem aktivierten Glöckchen wirst du nichts mehr zu City Skylines 2 und andere Spiele verpassen. Neben der City-Builder-Perle von Paradox wird auch Manalord sehnsüchtig erwartet. In diesem Video erfährst du mehr. Stay epic with Play Epic. Pfiat euch!